Die Houston Rockets haben die Golden State Warriors in eigener Halle geschockt. In Spiel 4 der Western Conference Finals siegten die Gäste in der Oracle Arena mit 95:92, 53:46 und glichen in der Best-of-7-Serie zum 2:2 aus. Spielplan der NBA. Die Postseason-Siegesserie der Warriors in eigener Halle endete durch die Niederlage nach 16 Spielen, auch weil die Spieler von Trainer Steve Kerr ihre letzten 5 Würfe alle daneben setzten. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag, 3 Uhr in Houston statt. Tabelle der NBA. Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in Fast Break, dein NBA Week Pass. Das einzige NBA-Magazin im deutschen Fernsehen. Rockets mit Comeback. Das vierte Spiel war das engste der Serie. In den 3 Duellen zuvor gelangen den Gewinnern jeweils Siege mit deutlichem Abstand. In Spiel 4 aber dominierten die Abwehrreihen der beiden Mannschaften stärker, die sonst für ihre spektakulärere Offensive bekannt sind. Das zeigte sich vor allem im letzten Viertel. Die Rockets lagen nach dem dritten Viertel noch mit 10 Punkten zurück, doch dank einer starken Defensivleistung ließen sie nur 12 Punkte der Warriors im letzten Durchgang zu. In Offensive führten die blendend aufgelegten Chris Paul, 27 Punkte, und James Harden, 30 Punkte, das Team aus Houston zum Comeback-Sieg. Wir wissen, wie schwer es sein würde, von einem 1:3 zurückzukommen, sagte Paul. Wenn es Zeit ist zu gewinnen, musst du es zeigen. Wir wussten, dass wir einen Sieg hier brauchten und wir haben ihn bekommen, vor allem Steph Curry hatte im letzten Viertel große Probleme. Der sonst so treffsichere Spielmacher brachte nur einen seiner 8 Feldwürfe im Korb unter. Im dritten Viertel hatte er mit seiner Leistung 28 Punkte noch für die Führung gesorgt. DAZN zeigt die NBA live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, letzte Chance verpasst doch auch der letzte Wurf des 30-Jährigen, mit dem er eine Verlängerung hätte erzwingen können, ging daneben. Zudem verließ der Ball die Hand erst nach der Schlusssirene. Sein kongenialer Partner Kevin Durant zeigte sich noch weniger treffsicher. Der Forward kam zwar auf 27 Punkte und 12 Rebounds, traf aber nur 9 seiner 24 Feldwürfe und einen von 5 Dreiern. Im vorletzten Angriff hatte Klay Thompson die Chance auf den Ausgleich vergeben, nachdem zuvor Durant ihm den Ball gepasst hatte. Punkt. Ich wünschte, ich könnte das letzte Play zurückhaben, sagte ein frustrierter Durant anschließend.